Wir kommen zu Top 9, gemeinsam aufgerufen mit Top 54 der Tagesordnung. Die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion Die Linke, Hessisches Gesetz zum Schutz der Rechte von schwangeren Frauen bei Schwangerschaftsberatung und Abbruch, Drucksache 1206/20 zu 348/20 mit Antrag Fraktion der Freien Demokraten, Schutzzonen vor Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen rechtlich verankern, Drucksache 1227/20. Als Erste darf ich Frau Böhm von den Linken hier ans Rednerpult bitten. Entschuldigung. Berichterstatterin Frau Goldbach. Genau, Entschuldigung, die Beschlussempfehlung Berichterstatterin Frau Goldbach. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, in seiner Sitzung vom 12. September hat der INA folgenden Beschluss gefasst. Er empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf, den die Präsidentin eben vorgelesen hat, in zweiter Lesung abzulehnen. Der Beschluss wurde gefasst mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90 die Grünen, AfD und Freien Demokraten gegen SPD und Linke. Vielen Dank. Aber nun habe ich als erste Rednerin Frau Böhm von den Linken. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Wir hatten ja jetzt eine lebhafte Debatte, wo immer nur die Bürger vorkamen. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es ja auch Frauen, die Auto fahren. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall ein Thema, was ganz speziell und vorwiegend Frauen trifft. Und ich freue mich sehr darüber, dass ich verkünden darf, dass heute ein guter Tag für die Rechte von Frauen ist und für die sexuelle Selbstbestimmung für ungewollt Schwangere. Es ist ein guter Tag, weil die Selbstbestimmungsgegner die Beratungsstelle von Profafin ja in Frankfurt nicht direkt belagern dürfen. Menschen können auch heute ungehindert und unbeeinflusst, ohne bedrängt, moralisch und psychisch unter Druck gesetzt zu werden, die Beratungsangebote dort wahrnehmen, obwohl Selbstbestimmungsgegnerinnen eine Mahnwache, eine sogenannte Mahnwache angekündigt haben. Den Fundamentalisten wurde, also diesen Selbstbestimmungsgegnern, wurde als Standort für die Mahnwachen während der Öffnungszeiten der Pro Familia Beratungsstelle eine Ecke zugewiesen, wo sie keinen direkten Zugang und keinen direkten Sichtkontakt zu der Beratungsstelle haben, sodass die Forderungen aus dem Erlass der Landesregierung, solche Mahnwachen nur außerhalb der Sicht- und Rufweite des Eingangs stattfinden dürfen, dass die erfüllt ist, und das ist gut so, und das ist eine gute Entscheidung. Danke schön. In allererster Linie verdanken wir dies den vielen engagierten Menschen, die in den vergangenen 3 Jahren Druck gemacht haben und sich Jahr für Jahr 80 Tage an die Seite der Schwangeren und der Beschäftigten der Pro Familia gestellt haben. Sie haben mit ihrem Druck auf der Straße, ihrem Engagement in Gremien und Parlamenten wesentlich dazu beigetragen, dass es in den nächsten 40 Tagen für die Beratungssuchenden keinen Spießrutenlauf gibt. Diesen vielen Menschen gebührt mein Dank und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das ausgehalten haben, und den Ärztinnen und Ärzten, die ebenfalls von solchen Fundamentalisten belagert wurden. Dieses Engagement ist in unserem hier vorliegenden Gesetzentwurf gemündet. Der Innenminister war zu Anfang nicht bereit einzusehen, dass er gefordert ist, dass er die Behörden von vor Ort anweisen muss. Und deswegen war es notwendig, eine rechtliche Regelung herbeizuführen. Der Druck der außerparlamentarischen Proteste und unser parlamentarischer Lösungsvorschlag haben es
zusammen erreicht, dass zumindest ein Teil dieser Regierungskoalition so unter Druck geriet, dass das Innenministerium gleich zwei Handreichungen innerhalb von 2 Monaten zum Thema Schutzzonen und Beratungsstellen erlassen musste. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, insbesondere der GRÜNEN-Landtagsfraktion, Sie können es noch so oft dementieren. Es war Absicht, dass am Vorabend vor der Anhörung zu unserem Gesetzentwurf ein Artikel in der Frankfurter Rundschau erscheint, ganz exklusiv, der den Eindruck vermitteln soll, es sei ja alles geklärt. Es war kein Zufall, dass 3 Tage vor der Anhörung zu unserem Gesetzentwurf eine zweite Handreichung des Innenministeriums erscheint, die das genaue Gegenteil von dem aussagt, was Herr Beuth noch bei der ersten Lesung hier zu dem Gesetzentwurf im Landtag erklärt hat. Und ich erinnere Sie gerne daran, Herr Beuth erklärte damals von diesem Platz her, von diesem Pult, es gebe vor der Pro Familia durch die sogenannten Mahnwachen überhaupt kein Problem. Es gab aber ein Problem. Es gab diese Mahnwachen und dass diese Selbstbestimmungsgegnerin nicht ganz direkt unmittelbar vor der Beratungsstelle standen, das war nur der Zivilgesellschaft in Frankfurt zu verdanken, nur den Kolleginnen und Kollegen, die bereit waren, Tag für Tag dort eine Mahnwache anzumelden und durchzuführen, damit die anderen nicht direkt vor den Ratsuchenden stehen und vor der Tür dort stehen. Und ich denke, das war die Zivilgesellschaft, die dieses Problem zumindest etwas auseinandergezogen hat. Es war nicht das Ordnungsamt und nicht der Innenminister, obwohl diese beiden zuständig sind für die Umsetzung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes und für den Schutz der Frauen verantwortlich sind. Ja, 2 Monate später, nach der ersten Lesung, kommt jetzt dann pünktlich zur Anhörung unseres Gesetzes zu dieser 180-Grad-Wende. Also, ich will es noch einmal sagen, der Druck der Straße und unser Gesetzentwurf haben gewirkt, also links wirkt auch hier im Hessischen Landtag. Es war übrigens sehr schäbig von Ihnen, dass Sie versucht haben, die Anhörung mit 30 Expertinnen und Experten öffentlich zu unterminieren und sich dann noch geweigert haben, diese Handreichung, die kaum einer der Anwesenden kannte, den Anzuhörenden und den Fraktionen zur Verfügung zu stellen. Aber diese Behinderung der Anhörung ist Ihnen nicht gelungen. Wir hatten eine hervorragende 4-stündige Anhörung, die aus meiner Sicht folgende Dinge belegt hat. Erstens. Die große Mehrheit der Anzuhörenden und alle, die mit dem Thema Schwangerschaftsberatung und Abbruch zu tun haben, waren sehr erfreut über unseren Gesetzentwurf. Die juristische Frage, ob ein Erlass ausreichend ist oder ein Gesetz erforderlich ist, wird sich sowieso wahrscheinlich demnächst klären, wenn diese Selbstbestimmungsgegnerinnen klagen werden. Da gab es unterschiedliche Auffassungen bei den Verfassungsrechtlern, und es war deutlich zu sehen, dass die, die sich stärker mit der Situation der betroffenen Schwangeren beschäftigt haben, zu einem anderen Ergebnis gekommen sind als die, die die rechtliche Abwägung im Vordergrund gestellt haben. Und ich kann immer noch nicht verstehen, warum es darum geht, dass eine politische Meinung verboten werden sollte. Es ist eindeutig klar, dass wir in dem Gesetzentwurf drinstehen haben, dass keine politischen Meinungen zu diesem Thema Schwangerschaftskonfliktberatung dort stattfinden soll. Es ist auch keine politische Meinungskundgebung, weil, wenn diese Selbstbestimmungsgegnerinnen wirklich etwas gegen den Schwangerschaftsabbruch machen wollten, dann würden sie sich in Frankfurt vor den Römer stellen, da würden sie viel mehr Leute erreichen und sie hätten ein größeres Publikum. Nein, sie gehen vor die Beratungsstelle, weil sie schwangere Frauen ganz konkret davon abhalten wollen, ihre Entscheidung unbeeinflusst zu machen. Und ich denke, das ist das Problem, und damit konterkarieren Sie bewusst diesen Auftrag der Schwangerschaftskonfliktberatung. Es ist klar, wir brauchen weiter eine rechtliche Regelung. Dieses Gesetz braucht eine wirklich unbeeinträchtigte, unverzügliche, offen, anonyme und ergebnisoffene Beratung. Das wird mit diesen Mahnwachen nicht möglich sein. Aber der Staat hat aber das Gesetz durchzusetzen und auch andere Angebote wie die. Frau Böhm, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, ich danke schön. Davon beeinträchtigt, und wir können sehen, die Aufgaben der
Wir können keine staatlichen Aufgaben der Zivilgesellschaft auf Dauer aufbürden. In anderen Ländern wurden richtige Regelungen getroffen werden. Auch das ist notwendig. Wir werden auch dem Antrag der FDP zustimmen, auch wenn er nicht ausreichend ist. Aber jeder Schritt, der in die richtige Richtung ist, notwendig. Danke schön. Für die CDU darf ich Herrn Heinz ans Rednerpult bitten. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Jetzt würde ich mal der Kollegin von den LINKEN empfehlen, ein bisschen halblang zu machen. 180-Grad-Wende, Behinderung von Anhörungen. Was wollen Sie denn noch einmal obendrauf setzen, wenn wirklich sich mal das Großes oder Historisches ereignet im Landtag? Ich würde da verbal ein bisschen abrüsten. Und was ist geschehen? Wir haben eine wirklich sehr gute Anhörung gehabt, die qualitativ hochwertig besetzt war, 4 Stunden im Innenausschuss. Die war lange und intensiv. Sehr, sehr viele Experten kamen zu Wort. Sie hatte aber auch ein absolut eindeutiges Ergebnis, was die rechtliche Beurteilung ihres Gesetzentwurfs umfasst. Das haben nahezu unisono alle Staatsrechtslehrer haben gesagt, das ist grob verfassungswidrig, was Sie hier vorgelegt haben. Und darüber berät heute auch der Landtag. Ist dieser Gesetzentwurf zustimmungsfähig? Und das ist unter gar keinen Umständen aus unserer Sicht. Es war vollkommen eindeutig, alle, die zu Wort kamen, bis auf einen, haben gesagt, der Gesetzentwurf ist formell verfassungswidrig. Er ist auch materiell verfassungswidrig, aus ganz verschiedenen unterschiedlichen Gründen. Formell, weil das Land diese Materie gar nicht so isoliert regeln kann. Materiell, weil es isoliert eine bestimmte Meinung eben verbieten will. Da waren sich eigentlich auch die Experten einig. Der Begriff Bannmeile wird dort drin falsch verwendet. Also durch diesen sehr, sehr schmalen Gesetzentwurf, da war eigentlich nichts drin, was überhaupt irgendwie halten würde vor einem Gericht. Daher die dringende Empfehlung, dieses Gesetz so nicht zu beschließen. Dann haben Sie angesprochen, weil diese Handreichung, die der Innenminister, die zweite Handreichung, die der Innenminister erfreulicherweise vorgelegt hat, die auch zum gewünschten Erfolg geführt hat, das kann man an der Stelle auch mal hervorheben, da sind wir uns, glaube ich, vollkommen einig hier im Parlament, dass das, was die Handreichung bezweckt, dann auch eingetreten ist, dass man in dem Fall insbesondere die Stadt Frankfurt noch einmal darauf hingewiesen hat, wie das schon geltende Recht anzuwenden ist. Dieses Ziel ist doch erreicht. Daher sollten wir uns doch gemeinsam freuen, dass die Landesregierung da klug und umsichtig gehandelt hat und jetzt nicht an diesem starr an diesem verfassungswidrigen Gesetzentwurf festhalten. Und was die Handreichung angeht, ist auch keine Anweisung, um das hier mal auseinanderzunehmen, sondern das ist ein Aufzeigen an die zuständige Versammlungsbehörde. In dem Fall betrifft es vor allem die Stadt Frankfurt, wie das geltende Recht richtig angewendet werden muss. Da gab es vorher scheinbar Unklarheiten oder Irritationen bei der zuständigen Versammlungsbehörde. Warum das so war, darüber kann man spekulieren. Jedenfalls haben die nicht richtig durchgegriffen in der Vergangenheit, und das tun die jetzt. Also Ziel erreicht, Gesetzentwurf ist obsolet. Am besten ziehen Sie ihn eigentlich zurück. Ziel ist ja materiell erreicht, wo Sie hinwollen. Und das Problem der Klage haben Sie dann, wenn Sie ein schlechtes Gesetz, ein verfassungswidriges Gesetz beschließen, da fangen Sie sofort eine Klage vom Staatsgerichtshof ein. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass das eine kluge Handreichung ist. Und zumindest die jüngste Berichterstattung zeigt das ja auch auf, dass entsprechend auch so verfahren wird. Die Anhörung hatte noch viele weitere Aspekte, und ich glaube, man muss halt wirklich auch sauber trennen, was um den Gesetzentwurf geht. Da haben wir ein klares Ergebnis. Es ist dann noch vieles mit reingemischt worden, auch von verschiedenen dort Beteiligten, die sich dieser ganzen Materie aus den unterschiedlichsten Richtungen nähern. Es gibt einige, auch im Bereich des Landtags, aber auch der Anzuhörenden, denen passt die gesamte geltende Rechtslage zu dieser Materie in Deutschland nicht. Das kann man vertreten, diese Auffassung. Aber es hat jetzt mit dieser versammlungsrechtlichen Frage im Kern erst einmal nichts zu tun. Diejenigen, die die bisherigen 218 und 219 Strafgesetzbuch also abschaffen wollen, die müssen dort bundespolitisch sich entsprechend für einsetzen und versuchen, eine Mehrheit zu finden. Nach dem Urteil von 1993 des Bundesverfassungsgerichts dürfte es aber nur sehr, sehr schwer sein, dort zu einer grundlegenden Veränderung zu kommen. Das ist damals sehr differenziert ausgeurteilt worden, und es gibt bisher zumindest keine Anzeichen, dass man diese Materie anders auch betrachten kann. Denn diesen Grundkonflikt, den kann der einfache Gesetzgeber nie auflösen, diesen Konflikt zwischen dem Selbstbestimmungsrecht von Frauen und dem Recht des ungeborenen Kindes auf Leben.
Das können Sie nicht durch einfache Gesetzgebung einfach auf die Seite wischen. Denn diese beiden Rechtspositionen, die treffen immer so vehement aufeinander in dieser Frage, dass man nicht mit einem Federstreich oder mit Ideologie dort zu einer Auflösung kommen kann, sondern ganz, ganz sensibel im Rahmen des geltenden Verfassungsrechts dort agieren muss. Und die Gemeinsamkeit endet auch dort bei der Beurteilung der Frage, dass niemand bedrängt werden soll und einen diskriminierungsfreien Zugang haben können muss. Ich glaube, andere Fragen, die werden auch anders beurteilt. Wir als Christdemokraten sehen weit überwiegend, wenn ich für meine Fraktion spreche, dezidiert einige Fragen auch durchaus anders. Wir sehen das Lebensrecht von ungeborenen Kindern als sehr, sehr hochrangiges Rechtsgut, was grundsätzlich immer schützenswert ist, völlig im Einklang mit dem Bundesverfassungsgericht. Und wenn Sie mir noch die persönliche Bemerkung gestatten, ich war auch etwas erschrocken bei der fehlenden Empathie des einen oder anderen, der auch dort aufgetreten ist. Eine Anzuhörende sprach von werdendem Leben dort einfach als Zellhaufen. Da bin ich innerlich zusammengezuckt, habe mich da aber zurückgehalten, um nicht bei diesem Thema noch zur Eskalation beizutragen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch der festen Überzeugung, wie dort andere sehr kluge Anzuhörende, einmal der Leiter der Geburtshilfe in Frankfurt, Professor Loven, aber auch der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Elz, dass es dem Schutz ungeborenen Lebens nicht dient, wenn Abtreibungsgegner versuchen, einen Konflikt aus den USA nach Deutschland zu importieren. Da geht es mehr um einen gesellschaftlichen Kampf einer politischen Rechten oder extremen Rechten, die versuchen, gewisse Entwicklungen zurückzudrehen. Und letztlich das, was wir jetzt in Frankfurt auch erleben oder anderswo in Europa, das ist ein Kulturkampf, der aus den USA versucht wird, zu uns zu tragen. Das haben die beiden insbesondere sehr gut rauszuarbeiten. Und das ist ja auch ein Ziel der amtierenden US-Präsidentschaft mit seinen Gefolgsleuten, diese ganze Materie, die in den Vereinigten Staaten zwar nicht befriedet ist, aber doch in einer gewissen Weise gelöst ist, die auch in Deutschland seit den frühen 90er Jahren politisch erst mal gelöst ist, wieder neu aufzumachen, um einen Kulturkampf auf dem Rücken von betroffenen Frauen, eigentlich der Schwächsten in diesem ganzen Auseinandersetzung auch auszutragen. Und meine Vermutung ist auch mit vielen anderen dort, dass es denjenigen dort, die sich direkt vor die Türen stellen und Menschen bedrängen, insbesondere Frauen bedrängen, die ohnehin in einer schwierigen Lage sind, auch gar nicht in erster Linie um den Lebensschutz geht, so weit wage ich mich vor, sondern dass die genau eben diese gesellschaftliche Auseinandersetzung zu uns tragen wollen. Das ist einer der wenigen Punkte, wo ich mit Ihnen wieder einig bin. Wenn man Aufmerksamkeit für dieses Thema will, dann sollte man es lieber auf dem Frankfurter Römer dafür werben. Oder man sollte sich in anderer Weise einsetzen. Das kam dort auch zur Sprache in der Anhörung. Wer dort wirklich was beitragen will, der muss sich sozialpolitisch einsetzen für Aufklärung, für Zugang zu Verhütungsmitteln, aber auch dafür, dass werdende Eltern eben ein Kind nicht als Belastung oder Bedrohung für ihr Leben betrachten, sondern als das, was es ist, nämlich eine ganz, ganz große Bereicherung. Das waren alles Fragen, die dort auch eine Rolle gespielt haben in der Anhörung im Parlament. Heute geht es aber darum, wie wir diesen Gesetzentwurf beurteilen. Und da ist das Ergebnis der Anhörung ganz, ganz eindeutig, ungeachtet der Fragen, wie man weitere Fragen politisch oder auch ethisch bewertet. Der Gesetzentwurf ist nicht zustimmungsfähig, er ist offensichtlich verfassungswidrig und er wird unsere Ablehnung heute erhalten. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Frau Gersberg von der SPD nach vorne bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, seit Jahren schon spielen sich vor Beratungsstellen in Hessen entwürdigende Szenen ab. Auch Arztpraxen und Kliniken sind im Übrigen schon sehr lange davon betroffen. In die Räumlichkeiten der Schwangerschaftskonfliktberatung gelangen Frauen an einigen Orten nur begleitet von Schmährufen, Gesängen und weiteren Belästigungen. Von Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegnern. Es werden diesen Frauen falsche Bilder entgegengestreckt und Kruzifixe. Auf diesen Bildern sind Embryonen abgebildet, die angeblich 3 Monate alt sind. Das sind unrealistische und falsche Darstellungen. Sie sind dazu da, die Betrachterinnen zu verstören. Frauen kommen dorthin, die sowieso unter starkem psychischen Druck stehen. Und diese Bedrängung und diese Verstörung sollen sie unter noch stärkeren Druck setzen. Eine Ärztin hat in der Anhörung berichtet, oder es wurde von einer Ärztin berichtet, da kam eine Patientin dann irgendwann durch diesen ganzen
Druck in der Praxis an, und sie ist dort erst einmal körperlich zusammengebrochen. Ich finde, das ist nicht hinnehmbar in Deutschland und auch nicht hinnehmbar in Hessen. In Deutschland ist es so, dass Frauen gar keine Wahl haben. Sie müssen diesen Spießrutenlauf durchstehen, weil sie gesetzlich dazu verpflichtet sind, sich beraten zu lassen, wenn sie über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenken. Diese schwarz-grüne Landesregierung hat diese Frauen seit Jahren im Stich gelassen. Sie hat die Vorgänge einfach viel zu lange ignoriert. Das ist nicht akzeptabel. Es wurde schon erwähnt, Ehrenamtliche waren es schließlich, die Solidarität gezeigt haben und die Frauen abgeschirmt haben, damit sie nicht ganz so belästigt in die Beratungsstelle kamen. Ich möchte hier ganz ausdrücklich das Bündnis Frankfurt für Frauenrechte loben, denn ich finde es gerade als Frau ganz bemerkenswert, wie diese Frauen Solidarität, Schutz und Kampf für das Selbstbestimmungsrecht der Frauen gezeigt haben. Ich muss an dieser Stelle aber ganz deutlich sagen, es ist nicht die Aufgabe von ehrenamtlichen Frauen und ehrenamtlichen Menschen an sich, in der Konfliktsituation diese Frauen zu schützen. Das ist die Aufgabe des Rechtsstaates und des Gesetzgebers. Und die schwarz-grüne Landesregierung unternimmt halt nicht. Erst am Abend vor der Anhörung im August überreichte dann die Regierung den Medien einen Erlass, der Handlungsempfehlungen für die örtlichen Ordnungsbehörden enthält. Es zeugte von überaus schlechtem Stil der schwarz-grünen Regierung, den hessischen Landtagsabgeordneten diesen Erlass nicht rechtzeitig vor der Anhörung ebenfalls zuzustellen. Dieses Vorgehen hatte etwas von einer ganz schlechten PR-Nummer und war dem Ernst der Lage absolut nicht angemessen. Ich möchte an dieser Stelle aber nicht näher auf diesen Vorgang eingehen, denn jetzt sind wir als Parlamentarier gefragt. Jetzt geht es um die Selbstbestimmung der Frauen. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind der Meinung, ein Erlass reicht nicht aus, um die Frauen zu schützen. Warum das so ist, möchte ich Ihnen in drei Punkten darlegen. Erstens. Handlungsempfehlungen eines Erlasses sind nicht verbindlich genug. Was passiert denn, wenn ein Ordnungsdezernent vielleicht nicht ganz der Meinung ist, wie der Erlass das vorgibt? Ja, vielleicht sympathisiert er mit den Abtreibungsgegnerinnen. Und was passiert dann? Er kann auch einfach die Handlungsempfehlung nicht befolgen. Zweitens. Ein Erlass kann auch wieder außer Kraft gesetzt werden. Wir haben gerade von Herrn Heinz gehört, Sie sind sich nicht ganz so sicher, was Sie da wollen, wie Sie dazu stehen als CDU. Was ist, wenn noch einmal nachverhandelt wird und der Erlass wird wieder einkassiert? Das ist einfach zu unverbindlich. Und drittens. Es besteht ein gesetzlicher Anspruch der betroffenen Frauen auf eine anonyme und ergebnisoffene Beratung. Da muss es auch ein Gesetz geben, das diesen Anspruch sicherstellt. Die Frage ist nun tatsächlich, ob ein Erlass ausreicht, um die Versammlungsfreiheit einzuschränken. In der Anhörung hat dies Prof. Dr. Hufen bezweifelt. In Frankfurt ist es ja nun tatsächlich gelungen, aufgrund des Erlasses die Abtreibungsgegner von der Beratungsstelle zu trennen. Das finde ich auch sehr positiv. Ich habe mich darüber gefreut. Aber es wurde auch schon angekündigt von den Abtreibungsgegnerinnen und Gegnern, dass sie Klage dagegen einreichen werden. Professor Hufen spricht sich, wie auch der Hessische Städtetag, für ein verbindliches Gesetz aus. Hufen sieht in dem Vorgehen der Abtreibungsgegner eine Verletzung der Menschenwürde der betroffenen Frauen. Denn, Zitat, der Schutz der Frau in ihrer Selbstbestimmung, in ihrem Persönlichkeitsrecht, in ihrer Würde wird hier massiv beeinträchtigt. Er bewertet den Gesetzentwurf deshalb für verfassungsgemäß, obwohl er die Versammlungsfreiheit einschränkt. Tatsächlich kann die Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 Absatz 2 Grundgesetz beschränkt werden, wenn hinreichend Gründe des Allgemeinwohls dafür vorliegen. Mir geht es heute darum, für das Selbstbestimmungsrecht der Frauen ganz deutlich einzutreten. Es ist ein ganz wichtiger und erkämpfter Bestandteil unserer Demokratie. Ein Erlass, der lediglich Handlungsempfehlungen enthält, kann nur ein erster Schritt sein, um die Frauen zu schützen. Die SPD steht zu den Frauen und ihrem Selbstbestimmungsrecht. Wir stimmen dem Gesetzentwurf der LINKEN und schließlich auch dem Antrag der FDP zu.
Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war die erste Rede der Abgeordneten Gersberg. Herzlichen Glückwunsch. Für die FDP-Fraktion darf ich Frau Schardt-Sauer nach vorne bitten. Werte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen, wir Freien Demokraten verfolgen das gleiche Ziel wie die LINKEN mit ihrem Gesetzentwurf. Beratungssuchenden Frauen in Begleitung ihrer Partner sollen unbelästigt Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, Kliniken sowie Praxen von entsprechenden Ärztinnen und Ärzten aufsuchen können. Wir Freien Demokraten verfolgen zwar das gleiche Ziel, werte Kollegen von den LINKEN, wir teilen jedoch nicht den Weg dorthin. Der Gesetzentwurf der Fraktion der LINKEN ist verfassungsrechtlich nicht haltbar, sodass wir diesen ablehnen werden. Um jedoch die aus unserer Sicht und immer wieder in den Reden zuvor jetzt auch zutage getretene Verbesserung der Situation vor Ort zu gewährleisten, haben wir einen eigenen Antrag eingebracht. In unserem Antrag wird die Landesregierung aufgefordert, dem Landtag ein Gesetz vorzulegen, das das Persönlichkeitsrecht beratungssuchender Frauen schützt, indem innerhalb der sogenannten Schutzzone vor Beratungsstellen nicht demonstriert werden darf. Zunächst an dieser Stelle, und meine Vorrednerin hat das auch sehr schön ausgedrückt, es ist ein wichtiges Signal von hier, dass fraktionsübergreifend eine Mehrheit besteht, die sich gegen die Belästigung, den Terror gegen Frauen vor Beratungsstellen durch Abtreibungsgegner ausspricht. Und es ist gut, dass diese Mehrheit auch Mittel und Wege finden will, rechtlich tragbare, um diesen nicht hinnehmbaren Zustand zu ändern. Der Weg der Landesregierung aber, und da fand ich die Einlassung auch gerade der Kollegin von den LINKEN, da könnte man aber sagen, das Ziel der Landesregierung hat geklappt, Nebel verstreuen, einen Erlass zu fertigen, ist nicht zielführend. Die Landesregierung duckt sich weg, rechtlich gesehen, und sie dreht sich nicht, sie bewegt sich überhaupt nicht, sie versteckt sich. Sie hat es bislang nicht fertiggebracht, und das ist die Bilanz am heutigen Tage, eine verfassungskonforme Regelung zu finden, die auch faktisch für die Situation vor Ort etwas ändert. Man kann sich allerdings auch fragen, nach den Einlassungen des CDU-Redners, vielleicht will man gar keinen Gesetzentwurf, der qualitativ das Beste wäre, weil für einen Gesetzentwurf brauche ich ja die Mehrheit. Und da muss ich eine klare Position haben, auch als CDU. Na ja, Herr Kollege Heinz, Sie schütteln den Kopf. Sie wollten nicht vom Zellhaufen reden, Sie haben es aber dann doch getan. Das ist auch, kennt man aus den Debatten zum 218. Mit dem Erlass, den Sie jetzt sozusagen als frohe Verkündigung feiern, bleibt die rechtliche Situation und die Lage vor Ort aber dieselbe. Es handelt sich um einen Erlass oder Handreichung, wie immer man das nennt, wer sich die Mühe macht. Das ist die Darstellung der bisherigen Rechtsprechung zu der Thematik und die schon bestehenden, sozusagen die Regelung, die es schon gibt. Es ist eine Handreichung, die den Entscheidungsträgern vor Ort, und das sind immer wieder unterschiedliche Verwaltungsangestellte, Verwaltungsbeamte, scheibchenweise die bestehende Rechtslage aufschlüsselt, die eigentlich bereits bekannt sein müsste. Das hat die Anhörung im Innenausschuss auch klar ergeben. Es verwundert in diesem Zusammenhang sehr, dass die Stadt Frankfurt nun für die angekündigten Demonstrationen übrigens eine Schutzzone, hat bisher keiner erwähnt, von 100 Metern zugelassen hat, wenngleich sich doch die Rechtslage so darstellt wie zuvor.
Und man hätte in Frankfurt nämlich schon längst eine Entscheidung zugunsten der beratungssuchenden Frauen fällen können. Noch verwunderlicher ist es allerdings, dass in Frankfurt Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung nichts gelten. Wenn das doch schon Rechtslage war und die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung übrigens auf Initiative der FDP mit Unterstützung der GRÜNEN einen Beschluss gefasst hat, dass 150 Meter vor den Beratungsstellen ein Abstand zu halten ist. Und es verwundert auch, liebe Kollegen von den GRÜNEN, was wollen Sie da nun, 100 oder 150? Oder wollen Sie auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, weil der erwähnte Erlass oder die Handreichung mit Sicherheit kein guter Stil, so etwas am Abend der Anhörung zu machen, aber ein probates Mittel, um am Abend vorher bei Facebook PR-Kampagnen zu feiern von Seiten der GRÜNEN. Der Erlass verfehlt seine Wirkung auch, und das wurde auch schon erwähnt, weil es eben ortsabhängig, zeitabhängig ist, sozusagen tagesabhängig ist, wer da sitzt und über den Antrag im Rahmen des Ermessens entscheidet, wie geht er mit der Problematik um. Während Frankfurt beschließt, für die angekündigten Demonstrationen jetzt 100 Meter einzurichten, so ist es möglich, dass im Frühjahr 150 Meter oder 80 Meter oder 70 Meter oder gar kein Meter gelten. Für die beratungssuchenden Frauen, und um die geht es doch hier, ist es schlicht vom Zufall abhängig, ob ihnen Schutz gewährt wird oder ob sie sich an christlichen Fundamentalisten zu den Beratungsstellen kämpfen müssen. Und jeder Entscheidungsträger vor Ort ist jedes Mal aufs Neue muss entscheiden über die Demonstrationen. Von daher auch ein unheimlicher Druck auf diese Seite. Es ist auch verantwortungslos, die Entscheidungsträger vor Ort ein Stück weit ihn so weit alleine zu lassen. Und ich möchte nochmals daran erinnern, die Frauen in Begleitung der Partner oft auch suchen eine solche Beratungsstelle auf, weil sie es müssen, weil sie einem staatlichen Erfordernis nachkommen, um vor einem Schwangerschaftsabbruch eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, einen sogenannten Beratungsschein ausgestellt zu bekommen. Die Frauen verhalten sich absolut gesetzestreu. Die Aufgabe des Gesetzgebers ist es, ihnen dies ohne Diskussionen, Debatten und Facebook-Schlachten einfach nur ungestört und anonymen Zugang zu gewähren. Werte Kolleginnen und Kollegen, es muss verhindert werden, dass sich die Frauen bei der Suche nach einer Entscheidung sozusagen einen Spießruten laufen. Und man kann jetzt fragen, sind es jetzt die 100 oder 150 Meter? Das sind doch makabre Diskussionen, die sich da abspielen. Und es darf auch nicht vom Gutdünken der Entscheidungsträger vor Ort abhängen, ob Frauen Schutz erfahren, aber auch die Mitarbeiter in den Beratungsstellen. Wir waren bei Pro Familia. Ich glaube, die meisten haben sich da in Frankfurt informiert vor Ort. Die Vorstellung dort fundiert zu beraten. Frau Schott-Sauer, kommen Sie bitte zum Schluss. Gerne. Fundiert zu beraten kann man sich nur schwerlich vorstellen. Die Fraktion der Freien Demokraten fordert schnellstmöglich Rechtssicherheit, nicht so windige Handreichungen, sondern Frauen und Männern Beratungsstellen wirklich helfen. Und wir bitten Sie, unserem Antrag daher zuzustimmen. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion darf ich Frau Papst-Dippel nach vorne bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Thema Schwangerschaft ist per se ein emotional besetztes Thema, am meisten für die werdenden Eltern und die Familie und noch einmal besonders, weil es um ungeborenes Leben geht. Dennoch befinden wir uns mit dem vorgelegten Gesetzentwurf auf der Ebene des Rechtes und damit automatisch bei der Abwägung von unterschiedlichen Rechten.
Während einer sehr erkenntnisreichen gemeinsamen Anhörung des Innen- und des Sozial- und Integrationsausschusses im August wurde sehr deutlich, welche Rechte es primär gegeneinander abzuwägen gilt. Auf der einen Seite steht das bekannte Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten mit dem Recht auf anonyme und ergebnisoffene Beratung und des Weiteren natürlich das allgemeine Persönlichkeitsrecht der schwangeren Frau. Auf der anderen Seite stehen im Falle der möglichen Einschränkung von Demonstrationen vor den Beratungsstellen aber die Versammlungsfreiheit, die allgemeine Meinungsfreiheit und die Religionsfreiheit, alles wichtige Grundrechte unserer freien und demokratischen Gesellschaft. Während der Anhörung nun wurde immer wieder auf die schwierige Abwägung der betreffenden Grundrechte hingewiesen. Eine zeitliche und örtliche Einschränkung der Versammlungsfreiheit kann gerechtfertigt sein im Hinblick auf die Persönlichkeitsrechte der schwangeren Frau und im Hinblick auf den Schutz des ungeborenen Lebens. Während meiner ersten Rede zu diesem Thema habe ich schon darauf hingewiesen, dass Bedrängnis und jede Form von Distanzlosigkeit gegenüber Frauen mit Beratungsbedarf, wobei die Beratungsstellen auch noch andere Aufgaben als die Beratung im Schwangerschaftskonflikt haben, also Distanz und Respektlosigkeit oder gar Blockaden einer Beratungsstelle strikt abzulehnen sind. Meine Fraktion und ich, wir sprechen uns sehr für den Schutz des ungeborenen Lebens im Sinne von Ja zum Kind aus, erkennen aber an, dass Frauen im Konflikt eine ergebnisoffene Beratung und schlichtweg hilfreiche Gespräche benötigen. Die AfD wird dennoch den Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE ablehnen, weil aus den Anhörungen klar hervorgeht, dass dieses Gesetz enorm wichtige elementare Grundrechte einschränken würde, was verfassungsrechtlich gar nicht möglich ist. Weiterhin ist der Gesetzentwurf laut Anhörung nicht meinungsneutral, würde Versammlungen verbieten, die gegen Rechte verstoßen, auch solche, die nicht gegen Rechte verstoßen. Und eine Stellungnahme der Universität Heidelberg hält das Gesetz eben für verfassungswidrig. Die Kommunen hatten bereits vor Erscheinen des Erlasses des Ministeriums des Innern und für Sport die Möglichkeit, entsprechend gegen Bedrängnis und direkte Belästigungen im Rahmen versammlungsrechtlicher Auflagen vorzugehen. Der Erlass vom 20. August bringt hier für die Kommunen weitere Rechtssicherheit und ist insofern zu begrüßen. In der aktuellen Presse wurde bereits über die örtliche Einschränkung der Mahnwachen in Frankfurt berichtet. Damit hat sich das Thema dort erledigt. Eine Ausweisung von sogenannten Schutzzonen ist ebenfalls nicht notwendig. Allerdings wird im Erlass auch klargestellt, dass die persönlichen Rechte der Frauen, die eine Beratungsstelle aufsuchen möchten, sehr, sehr hoch angesiedelt werden. Eingriffe in die Meinungs-, Versammlungs- und Religionsfreiheit werden als zulässig erachtet, wenn die Eigenverantwortlichkeit der schwangeren Frau und die gesetzlich vorgegebene und geregelte Schwangerschaftskonfliktberatung angegriffen werden. Dies ist argumentativ nachvollziehbar und schlüssig. Aber ich habe in diesem Zusammenhang hier schon einmal gesagt, dass weit über 8.000 Abtreibungen im Jahr 2018 eine erschreckend hohe Zahl in einem Land ist, in dem jeder Zugang zu Verhütungsmitteln hat, das Familien- und Kinderfreundlichkeit großschreibt und dessen Politiker über die demografische Entwicklung im Sinne von Kinderarmut stöhnen. Im Hinblick auf die Verantwortung, die eine Schwangerschaft mit sich bringt, und im Hinblick auf die ungeahnten traumatisierenden Nachwirkungen einer Abtreibung sollte hier weiter nach besseren Lösungen für Frauen und ungeborenes Leben gesucht werden. Wie schon gesagt, den Gesetzentwurf lehnen wir als nicht zustimmungsfähig ab. Vielen Dank. Rationales Verhältnis. Danke, Frau Papst-Dippel. Für die Fraktion der GRÜNEN erteile ich Frau Goldbach das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mich jetzt schon ein bisschen gewundert und finde es ein bisschen schade. Ich finde,
Wir haben eine gute Entwicklung gesehen durch die Auflagen, die das Ordnungsamt in Frankfurt gemacht hat, basierend auf einem Erlass des Innenministeriums zum Wohle und zum Schutze der ratsuchenden Frauen in Frankfurt. Und hier wird versucht, das in einem fürchterlichen Klein-Klein zu zerreden und schlecht zu machen. Schade, schade, schade. Frau Schardt-Sauer, erst einmal zu Ihnen. Also, Sie haben eine seltsame Auffassung davon, welche Wirkung ein Erlass oder eine Handreichung, das kann man so oder so nennen, hat und wie die Verwaltungsbeamten in den Ordnungsbehörden damit umgehen. Ich meine, dieser Erlass ist ziemlich klar formuliert. Vielleicht gebe ich Ihnen noch einmal einen Ausdruck davon. Ich hätte hier gerade einen. Nämlich, es steht da an, Werktagen und innerhalb der Öffnungszeiten wird unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit, und jetzt kommt es, in der Regel, wenn nicht sogar geboten sein, dass Mahnwachen in unmittelbarer Nähe von Beratungsstellen nicht stattfinden sollen. Weiter. Die Versammlungsfreiheit beinhaltet auch ein Selbstbestimmungsrecht über Ort und Zeit der Veranstaltung. Ja, aber es findet seine Schranke, wenn die Versammlung darauf ausgerichtet ist, schwangere Frauen in einer Konfliktsituation und im Zustand hoher Verletzlichkeit einer Anprangerung und Stigmatisierung auszusetzen, dann findet eben die Versammlungsfreiheit ihre Schranken. Das ist sehr eindeutig. Und bei der Abwägung dieser Konfliktfälle, das ist die Anweisung an die kommunalen Behörden, ist zudem die staatliche Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung des Beratungsverfahrens zu berücksichtigen. Frau Goldbach, lassen Sie eine Zwischenfrage von Nein. Und weiter unten. Durch Erlass ist sicherzustellen. Ist sicherzustellen. Da steht nicht, man könnte mal oder man sollte, sondern da steht, ist sicherzustellen. Dass verhindert wird, ein aktives Ansprechen und Bedrängen der ratsuchenden Person muss ausgeschlossen sein. Und Belästigungen aller Art müssen ausgeschlossen sein. Die Versammlungen müssen räumlich so weit entfernt von den Beratungsstellen sein, dass Sicht- und Rufkontakt ausgeschlossen ist. Auch zeitliche Beschränkungen sind in Betracht zu ziehen. Also, meine Damen und Herren, ich finde, da ist der Erlass sehr, sehr deutlich. Eigentlich fand ich das ja prima, liebe Kolleginnen und Kollegen von der LINKEN, dass Sie den Gesetzentwurf eingebracht haben, denn uns eint ja ein Ziel. Uns eint das Ziel, Frauen in einer schweren Konfliktsituation, emotionalen Ausnahmesituation vor Belästigungen zu schützen. So. Und jetzt gucken wir noch einmal, wie wir zu einem Erlass gekommen sind und Sie zu einem Gesetz. Ich möchte noch einmal kurz sagen, warum das so wichtig ist, dass die Frauen in dieser Situation einen Zugang unbehelligt zu der Beratung erhalten. Das gehört zum Schutzkonzept des ungeborenen Lebens. Und die Beratung soll ein ergebnisoffen sein, vertraulich, sie soll unverzüglich erfolgen und anonym auch auf Wunsch. Klar, das muss gewährleistet werden. Das Bundesverfassungsgericht hat uns da ziemlich gute Leitlinien dazu gegeben. Es hat nämlich einmal gesagt, zentrales Element des Beratungsverfahrens ist die Erkenntnis, dass ein wirksamer Schutz des ungeborenen Lebens nur mit der Mutter, aber nicht gegen sie möglich ist. Und weiter, aus diesem Grund muss der Staat der Schwangeren einen Raum eigener, nicht durch Druck von außen determinierter Verantwortlichkeit sichern. Das heißt zweierlei, nämlich einmal, der Staat hat die Pflicht, für die ordnungsgemäße Durchführung der Beratung zu sorgen. Die Frau hat das Recht auf diese Beratung, vertraulich und anonym. Wir, CDU und GRÜNE, haben in unserem Koalitionsvertrag vereinbart, und das war schon letztes Jahr im Dezember, dass den Frauen in einer Konfliktsituation ein unbedrängter, diskriminierungsfreier und unbeeinflusster Zugang zur Beratung offenstehen muss und dass wir dazu die rechtlichen Möglichkeiten prüfen. Und genau das haben wir getan. Und, liebe Kollegin von der LINKEN, es zeichnet diese Koalition aus, dass wir zuerst beraten, und wenn wir ein Ergebnis haben, dann veröffentlichen wir das. Und dann folgt in diesem Fall ein Erlass, der Wirkung zeigt. Was Sie jetzt versuchen, uns irgendwas zu unterstellen in der Reihenfolge oder wer, wie, was, das ist völlig absurd. Denn wir haben einen Koalitionsvertrag, darin steht ein Handlungsauftrag. Wir haben das genauso geprüft und sind zu einem Ergebnis gekommen, und das ist umgesetzt. Und ich will
will noch sagen, warum unserer Ansicht nach der Erlass zielführend ist. Mit dem Erlass ist es den Kommunen möglich, auf jede Art von Störung, Diskriminierung oder Belästigung zu reagieren. Also sprich, durch Auflagen alle diese Störungen zu unterbinden. Der Erlass ist damit zielgenauer als ein Gesetz. Der Erlass lässt sich flexibler einsetzen als ein Gesetz. Er erfasst nämlich die ganze Bandbreite der rechtlichen Fragestellungen und ist deshalb wirksamer als ein Gesetz. Und er beschäftigt sich nicht nur mit versammlungsrechtlichen Fragen, sondern auch mit denen des Straßenrechts und des Ordnungsrechts. Denken Sie an diese Gehsteigberatungen, die ja besonders schlimm für die Frauen sind. Ich finde, das sind Lösungen, ist ein Lösungsweg, der nur Vorteile hat. Und eigentlich, wenn wir dieses gemeinsame Ziel haben, könnten Sie dagegen doch überhaupt nichts einwenden. Der Erlass zeigt, und das ist ein weiterer Vorteil, sofort Wirkung. Das haben wir jetzt gesehen. Das Frankfurter Ordnungsamt hat eine 40-tägige angemeldete Mahnwache außer Sicht und Hörweite von Pro Familia in Frankfurt verlegt. Und in seiner Begründung bezieht sich eben der Oberordnungsdezernent ausdrücklich auf den Erlass des Hessischen Innenministeriums vom 20. August und sagt, vor dem Zeitpunkt des Erlasses habe es tatsächlich hohe rechtliche Hürden gegeben, die nun allerdings ausgeräumt seien. Und ich meine, deutlicher kann man es wohl nicht sagen. Ich will aber auch ganz deutlich sagen, wir haben abgewogen, wir haben diesen Erlass, wir haben gesehen in diesen Auflagen in Frankfurt, der Erlass zeigt Wirkung, und zwar die, die wir uns alle gewünscht haben. Aber diese Mahnwachenleute haben das Recht, jetzt vor ein Verwaltungsgericht zu ziehen und zu versuchen zu erwirken, dass sie trotzdem dort demonstrieren können. Und dann schauen wir uns sehr genau an, was das Verwaltungsgericht macht. Natürlich, es gibt immer die Möglichkeit, sich gegen Auflagen auch zu wehren vor einem Verwaltungsgericht. Wir werden uns das genau anschauen. Ich fasse noch einmal zusammen. Durch den Erlass des Innenministeriums wird der Ermessensspielraum sehr klar eingegrenzt, den die Kommunen haben. Nur während der Öffnungszeiten der Beratungsstellen sollen eben die Demonstrationen, Kundgebungen und Beratungen durch Auflagen unterbunden werden. Kommen Sie bitte zum Schluss, Frau Goldbach. Ja, das heißt auch, an anderen Tagen und zu anderen Zeiten und an anderen Orten, nämlich z.B. auf der Zeil oder an der Konstabler, können diese Leute sehr wohl demonstrieren. Und das halten wir auch aus. Denn die Meinungsfreiheit ist ebenfalls ein schützenswertes Gut. Aber Sie dürfen eben nicht die Rechte der Frauen einschränken. Danke schön. Danke, Frau Goldbach. Zu einer Kurzintervention hat sich Frau Schardt-Sauer gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Kollegin Goldbach, nachdem Sie keine Zwischenfrage wollten, möchte ich Ihnen zunächst auf diesem Wege danken für die Fortbildung, die wir Volljuristen immer gerne entgegennehmen. Ich wollte Sie aber zwei Dinge fragen oder Sie auf zwei Dinge hinweisen. Sie haben den Erlass zitiert, mir gegenüber und dort ausgeführt, in der Regel. Dazu wollte ich Sie fragen, ob Ihnen bekannt ist, dass in der Regel bei Verwaltungsangestellten und Verwaltungsmitarbeitern die Öffnung ist für das pflichtgemäße Ermessen zum Treffen einer Einzelfallentscheidung. Und das ist eben der große Unterschied, diese Einzelfallentscheidung und die Abhängigkeit von dem, der darüber entscheidet. Und die zweite Frage, die ich gerne an Sie adressieren möchte, ob ich da vielleicht etwas verpasst habe im allgemeinen Verwaltungsrecht oder Verfassungsrecht. Das ist die Frage, ob ein Gesetz höherrangig ist als eine Handlungsempfehlung. Vielen Dank. Danke, Frau Schardt-Sauer. Frau Goldbach, möchten Sie antworten? Keine Antwort. Damit hat dann die Landesregierung, Herr Beuth als Staatsminister, das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE sowie der vorliegende Antrag der Fraktion der Freien Demokraten ist nach unserer Auffassung abzulehnen. Lassen Sie mich zunächst vorwegschicken, dass es der Landesregierung darum geht, beratungssuchenden Frauen, die sich in einer äußerst schwierigen Lage befinden, in ihrem Persönlichkeitsrecht zu schützen. Wir verfolgen jedoch einen Ansatz, der unserer Rechtstradition entspricht und der sich seit Jahrzehnten bewährt hat. Ich will heute insbesondere
Ich will heute insbesondere auf zwei wichtige Punkte eingehen, zu denen wir in der Anhörung schon eine juristische Beurteilung und die Einschätzung von Praktikern vernehmen konnten. Zum einen auf die Frage, ob der zugrunde liegende Sachverhalt einer abschließenden gesetzlichen Regelung überhaupt zugänglich ist, und zum anderen auf die Frage der Erforderlichkeit. Die Versammlungsfreiheit gehört zu den unentbehrlichen und grundlegenden Funktionselementen eines, ja vor allen Dingen unseres demokratischen Gemeinwesens. Sie ist für eine freiheitlich-demokratische Grund- und Staatsordnung konstituierend. Die Ausweisung eines Gebietes, innerhalb dessen Versammlungen generell verboten sind, eine sogenannte Bannmeile, stellt einen bedeutenden Eingriff in die Versammlungsfreiheit dar. Denn die aus Artikel 8 Grundgesetz resultierende Gestaltungsfreiheit bezieht sich grundsätzlich für diejenigen, die demonstrieren oder Versammlungen abhalten wollen, eben auch auf die freie Wahl des Versammlungsorts. Das Versammlungsrecht ist elementar in einer demokratischen Staatsform, kann diese im Einzelfall aber auch gefährden. Deshalb gibt es die genau festgelegte Bannmeile um den Hessischen Landtag, der dieses Verfassungsorgan schützt. Dabei handelt es sich übrigens um die einzige Ausnahme, die aufgrund der historischen, blutigen Ereignisse vor dem Reichstag am 13. Januar 1920 zugelassen würde. Diese historisch entstandene Ausnahme für ein Verfassungsorgan halte ich schon zahlenmäßig nicht für vergleichbar mit den hier in Rede stehenden vielen in Frage kommenden Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen in den hessischen Kommunen. Mit einer Bannmeile um Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen würde eine versammlungsfreie Zone für eine Vielzahl von Orten in ganz Hessen dauerhaft eingeführt. Dies wäre der Versammlungsfreiheit mit Ausnahme der Bannmeile vor den Parlamenten fremd. Anders als üblich würde auf eine individuelle Gefahrenprognose und Abwägung im Einzelfall verzichtet. Der vorliegende Antrag zielt, wie auch der Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE, im Ergebnis darauf, dass generell eine vorweggenommene Entscheidung zugunsten der schwangeren Frauen getroffen wird, ohne im Einzelfall die weiteren Umstände zu berücksichtigen. So ist kein, meine Damen und Herren, so ist kein schonender Ausgleich der betroffenen Grundrechte möglich. Dies würde eine unverhältnismäßig und damit rechtswidrige Einschränkung von Artikel 8 Grundgesetz darstellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, somit komme ich zum zweiten Punkt, der Frage der Erforderlichkeit einer gesetzlichen Regelung, Frau Gersberg. Aus Sicht der Landesregierung sind die vorhandenen gesetzlichen Instrumente im Versammlungsrecht durch Auflagen oder ein Verbot nach § 15 Versammlungsgesetz sowie die polizeiliche Generalklausel völlig ausreichend und sachgerecht. Das ist doch keine politische Willkür. Und sie ist auch keiner politischen Willkür durch Einzelne ausgesetzt, sondern sie folgt rechtsstaatlichen Grundsätzen, wie sie die Versammlungsbehörden im Übrigen ständig und am laufenden Band und allein in Frankfurt tausendmal im Jahr auszuüben haben. Aber es geht halt eben um den Einzelfall. Es geht nicht um die pauschale Angabe von Metern, Frau Schardt-Sauer. Im einen Fall können 200 Meter zu kurz, im anderen 50 Meter zu weit sein. Das wissen Sie. Das kann eben nur durch eine ordnungsgemäße, sachgerechte und rechtsstaatlich korrekte Ermessensausübung vor Ort im Einzelfall erfolgen. Für die Anwendung dieser vorhandenen gesetzlichen Instrumentarien hat das Innenministerium am 7. Juni eine Handreichung, ergänzt durch weitere Hinweise am 20. August, für die zuständigen Versammlungsbehörden zur Verfügung gestellt. Sie geben Hilfestellung, wie das Ermessen eben im Rahmen des Gesetzes und im Rahmen der Grundrechte auszuüben ist. Und das ist damit eben auch nicht unverbindlich, sondern es folgt eben dem Rechtsrahmen, der in unserem Lande gilt. Und Frau Schardt-Sauer, ich habe mich gerade eben sehr geärgert. Ich finde es unangemessen und ich finde es eine Unverschämtheit gegenüber meinen Mitarbeiterinnen. Ich sage das sehr deutlich und sehr klar. Ich finde es unangemessen. Und ich finde es eine Unverschämtheit gegenüber meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn Sie in diesem Zusammenhang von einer windigen Handreichung sprechen. Ich weise das zurück. Was er nicht
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es redet der Staatsminister Beuth. Ich bitte um etwas Aufmerksamkeit. Die Auseinandersetzung über Zwischenrufe von der Vizepräsidentin des parlamentarischen Geschäftsführers und des Fraktionsvorsitzenden der FDP richten sich nach meiner Einschätzung selbst. Meine Damen und Herren, wir haben hier, ja, Sie müssen mal nachlesen, was Sie eben gerade alles in diesen kurzen Bemerkungen von sich gegeben haben. Da sollten Sie noch einmal ins Protokoll schauen, Herr Kollege Rudolph. Und ich bin mir sicher, dass die Mitarbeiter meines Hauses, die hier heute sitzen, denen ich dankbar bin, dass sie für uns diese Arbeit leisten, dass sie das von Ihnen gehört haben. Herr Minister, lasse ich eine Zwischenfrage hier, Herrn Roch zu? Ich lasse keine Zwischenfrage zu. Es ist hier eine Abwägung widerstreitender Interessen zu treffen, meine Damen und Herren. Und wie wir gerade eben gehört haben von Volljuristen, ist es so, dass das im Wege der praktischen Konkordanz bei den Grundrechten eben auch aufzulösen ist. Und wir haben in der Klarstellung, wir haben in der Handreichung deutlich gemacht, was wie diese Fragen aufzulösen sein können im Einzelfall. Und darum geht es, dass es eben im Einzelfall beurteilt wird. Dass die Frauen keiner aktiven politischen, keiner persönlichen Ansprache ausgesetzt sind, dass sie keinen Spießrutenlauf ertragen müssen, dass sie nicht bedrängt werden, dass ihnen nicht der Weg versperrt wird, dass sie Belästigungen aller Art nicht ertragen müssen. Und wir haben dazu in der Handreichung auch für den Einzelfall dargestellt, wie man das zeitlich und räumlich betrachten kann. Meine Damen und Herren, dazu haben wir in der Anhörung vom Hessischen Städte- und Gemeindebund sowie vom Hessischen Städtetag gehört, dass mit diesen hilfreichen Erlassen, so wie es genannt wurde, die Situation geklärt ist und aus Sicht der vollziehenden Ordnungsbehörden damit ein hinreichendes Maß an Sicherheit besteht. Ich bin deshalb sehr zuversichtlich, dass die beratungssuchenden Frauen damit ausreichend geschützt werden können und das Beratungskonzept des Schwangerschaftskonfliktgesetzes ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, meine Damen und Herren. Und ich darf mir eine persönliche Bemerkung für mich am Ende noch erlauben. Ich freue mich persönlich in jedem Einzelfall, wenn den beratungssuchenden Frauen ein Weg aufgezeigt oder eröffnet wird, sich für das werdende Leben zu entscheiden. Vielen Dank. Danke, Herr Minister Beuth. Wir sind am Ende der Debatte angelangt, und ich habe eine Meldung zur Geschäftsordnung von Herrn Rudolph, SPD-Fraktion. Herr Präsident, der Innenminister hat eben wahrheitswidrig behauptet, dass die Vizepräsidentin und hat augenscheinlich die Frau Kollegin Hoffmann gemeint, hätte irgendwas dazwischen gerufen. Das ist ausdrücklich nicht wahr. Die hat sich gar nicht an der Debatte eben beteiligt. Insofern, Herr Innenminister, weisen wir das mit aller Entschiedenheit zurück. Auch Sie sollten dann bitte bei der Wahrheit bleiben. Genau. Herr Rudolph, Sie haben dafür gesorgt, dass diese Bemerkung im Protokoll steht. Allein mir fehlt im Moment die Vision, das als einen Geschäftsordnungsantrag verstehen zu können. Dann melden Sie sich bitte nicht zur Geschäftsordnung, und ich entscheide, ob ich Ihnen das Wort gebe. Wir sind am Ende der Debatte angelangt, und ich rufe zur Abstimmung den Gesetzentwurf der Linken zum Schutz der Rechte von schwangeren Frauen bei Schwangerschaftsberatung und Abbruch auf. Wer dem Gesetz die Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen Die Linke und die SPD. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen Grüne, CDU, FDP und AfD. Damit hat dieser Gesetzentwurf keine Zustimmung gefunden. Mit aufgerufen ist der Tagesordnungspunkt 54, ein Antrag, der nach meiner Aktenlage in die Ausschüsse geht. Die sollen auch abgestimmt werden. Dann rufe ich jetzt die Abstimmung über den Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Schutzzonen vor Schwangerschaftskonflikten beratungsstellen rechtlich verankern, auf. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen Die Linke, SPD und FDP. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen Die Grüne, CDU und AfD. Damit ist dieser Antrag abgelehnt.